Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetz finanziert. Kraft, das Murtal, ist ein Unternehmensnetzwerk in der Region Mura-Murtal mit mehr als 80 Partnerunternehmen. Gemeinsam zeigen wir auf, welch attraktive Unternehmen es in der Region gibt. Diese Unternehmen bieten tolle und vielfältige Ausbildungs-, Job- und Karrieremöglichkeiten. Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler der 2AK der HQ Junburg. Freut mich, dass ihr mit dabei seid bei unserem Live-Talk mit der Steiermärkischen Sparkasse. Wir sind mittendrin im digitalen Erlebnismonat und ihr werdet gleich die Möglichkeit haben, all eure Fragen zur Bank zu stellen. Aber vorab gibt es für euch für einen kleinen Einblick ein kurzes Unternehmensvideo. Die Steiermärkische Bank- und Sparkassen AG wurde 1825 als Vereinssparkasse gegründet und ist damit das älteste Geldinstitut in der Steiermark. Wir beraten in der Obersteiermark rund 90.000 Kunden. In aktuell 21 Filialen haben wir ca. 150 Mitarbeiter. Wir bieten die Chance auf eine Top-Ausbildung im Finanzbereich. Und dabei geht es meist um den täglichen Zahlungsverkehr, Geldanlagen, Finanzierungen oder Devisengeschäfte. Ein interessantes Feld wartet aber auch im nationalen und internationalen Wertpapierhandel oder an den Aktienbörsen. Willkommen zurück, liebe Klasse. Ihr habt ab jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Einfach die Handheben-Funktion tätigen oder direkt eure Frage in den Chat schreiben. Geht beides. Wir haben zwei Experten, nämlich hier, die eure Fragen beantworten. Das ist einmal der Herr Andreas Wurdic, der Regionalleiter in der Obersteiermark. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Und daneben ist die Frau Bianca Eberhardt. Sie sind die Jugendmanagerin. Genau. Hallo. Genau, herzlich willkommen. Vielleicht zum Anfang ganz kurz, können Sie die Steiermärkische Sparkasse vorstellen? Sie ist das älteste Geldinstitut in der Steiermark. Was zeichnet die Bank aus? Sehr gerne. Die Einleitung war genau richtig. Uns gibt es seit 1825, also seit knapp 200 Jahren, waren die erste Bank in der Steiermark. Und seitdem machen wir das Geschäft, das wir gut kennen. Ja, also wir können gut mit Kunden jegliches Klientel umgehen. Also wir haben einen Gründungsgedanken, der mit vor 200 Jahren niedergeschrieben wurde und der ist heute aktueller denn je. Da steht einfach drinnen, wir möchten Wohlstand unseren Kunden schaffen, Wohlstand sichern und das unabhängig von Hautfarbe, von Herkunft oder von Geschlecht. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr nobler Anspruch und der gilt nach 200 Jahren noch immer. Auf alle Fälle ein schöner Gründungsgedanke. Ja. Was ist denn jetzt ein Alleinstellungsmerkmal oder was sind die Alleinstellungsmerkmale der Bank im Vergleich zu anderen? Ja, ich glaube, dass es uns seit 200 Jahren sehr gut gelingt,
Strömungen zu erkennen und Trends zu erkennen und dem zu folgen. Und wir sind zurzeit sicher die modernste Bank in Hinsicht auf Digitalisierung, auf Technologie. Und wir sind aber nach wie vor sehr stark regional verwurzelt. Das heißt, unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir diese beiden eigentlich widersprüchlichen Punkte sehr gut miteinander kombinieren können. Also wir haben regional unsere Filialen, wir haben unsere Mitarbeiter alle in der Region draußen, die sind ständig verfügbar für ihre Kunden. Und auf der anderen Seite haben wir ein sehr gutes digitales Angebot, das wirklich funktioniert. Mhm. Regional und digital. Genau. Wie viele Mitarbeiter gibt es jetzt in der Steiermark oder auch in Ihrem Gebiet in der Obersteiermark? In wie vielen Filialen und wie viele Kunden werden betreut? Mhm. Also wir betreuen in der gesamten Steiermark rund 550.000 Kunden. Und das machen wir mit 160 Standorten und mit 1.500 Mitarbeitern. Und die Obersteiermark ist eben der Bereich, der eben von aus unserer Sicht von Krieglach bis Judenburg geht, mit den Randbereichen Mariazell und Eisenerz, das gehört alles bei uns dazu, Bruck, Kapfenberg, Leoben, Kimberg, das Ganze ist die Obersteiermark und hier haben wir 21 Filialen plus 5 Regionalzentren, wo eben nicht nur Filialgeschäft passiert, sondern eben auch Firmenkundengeschäft passiert, gehobene Privatkundengeschäfte passieren. Und wir machen das mit 150 Mitarbeitern in der Region. Und Frau Eberhardt, Bürokaufmann, Bürokauffrau haben wir im Betriebsvideo schon gesehen. Wie schaut denn das jetzt für die Hack-Absolventen aus, wenn sie mit der Schule fertig sind? Wenn sie zu euch in die Bank wollen? Also das kann ich selber gut beschreiben, weil ich bin selber eine Hack-Absolventin. Das heißt, ich habe damals, wie ich bei der Steiermärkischen Sparkasse angefangen habe, hat man mit so einer zweijährigen Ausbildung angefangen. Sprich, ich komme wirklich direkt in die Filiale. Bin Kundenbetreuerin, fange dann einmal sozusagen mit der Schaltertätigkeit an. Das heißt, ich komme in der Früh, bin dann draußen während den Öffnungszeiten, einfach einmal, um den Ablauf kennenzulernen. Weil man hat eben als Bankkauffrau ganz viel mit Geld zu tun. Man gibt den Kunden Geld weiter, man zahlt es ein, was auch immer. Und währenddessen entwickelt man sich in die zwei Jahre wirklich zu einer selbstständigen Kundenbetreuerin. Das heißt, ich habe immer wieder Schulungen in Graz sozusagen, in die diversen Aufgabenbereiche sozusagen, weil ich sage mal, was ein großes Thema immer wieder im Kundenbereich ist, sei es Finanzierung, Veranlagung und auch einfach so im Kundengespräch lerne ich das innerhalb von den zwei Jahren einerseits durch Seminare, die aber wirklich immer praxisnah sind. Also man hat DDR des Lernens sind selber Kundenbetreuer lange gewesen, haben dann die Ausbildung gehabt auch und die können einfach ihr Wissen und Erfahrung weitergeben. Und man kann sie auch immer unter den anderen, da hat man wirklich so eine Gruppe, wo man wirklich zwei Jahre lang gemeinsam da durchgeht, wo man sich immer gut austauschen kann und nach zwei Jahren bin ich dann wirklich eine selbstständige Kundenbetreuerin, habe dann meinen Kundenbereich, meine Kunden, die ich selber betreuen kann und bei denen ich wirklich auf jede Frage, auf jede finanzielle Situation beraten, für offene Fragen dastehe, was auch immer die gerade benötigen von mir. Diese zweijährige Ausbildung durchlaufen also alle? Ganz genau. Und was sind jetzt im Speziellen Ihre Aufgaben als Jugendmanagerin? Also welche Tätigkeiten kommen da noch dazu? Genau, also in der Obersteiermark bin ich dann noch die Jugendmanagerin. Das ist einfach ein Bereich von uns, weil die Jugend ist die Zukunft. Die ist wichtig und wird immer wichtiger werden. Und man hat eben einerseits das gute große Programmprodukt, das wir anbieten eben im Jugendbereich, weil es ist einfach wichtig, von jung auf kennenzulernen, wie man mit Geld umgehen kann, ein Bankkonto. Eben mit der Digitalisierung wird auch immer wieder das Online-Banking mehr gefragt. Aber auch zusätzlich, es sind ja ganz viele Veranstaltungen, die immer wieder passieren. Und uns ist einfach wirklich wichtig, der Jugend ganz viel bieten zu können, dass die einfach das machen können wollen, was sie wollen, sozusagen. Sie haben es gerade angesprochen, Digitalisierung, da gebe ich gleich weiter. Genau. Wie hat sich der Beruf des Bankangestellten verändert dadurch in den letzten Jahren? Hat sich enorm verändert. Also was vor 10 Jahren noch undenkbar war, das leben wir heute. Also wir haben eine Situation, dass wir natürlich durch die hohe Digitalisierung, durch die Möglichkeit, dass Kunden viele Dinge selbst machen können, hat sich das Berufsbild völlig verschoben. Also früher war der Schalterbeamte im wahrsten Sinne des Wortes jemand, der eben den ganzen Tag am Schalter gestanden ist und die Geschäfte, sprich das Tagesgeschäft für den Kunden abgewickelt hat. Das ist zur Gänze eigentlich fast weg. Also wir haben natürlich eine enorme Anzahl von Kunden, die wir haben zurzeit 75% unserer Kunden nutzen George.
Das heißt, die machen die Überweisungen selbst, die machen das am Wochenende, die machen es am Abend und somit sind diese Dinge natürlich aus der Filiale weggefallen und werden jetzt da ersetzt durch wirklich mehr qualifizierte Beratungszeit, weil auf der anderen Seite hat sich das Angebot natürlich enorm weiterentwickelt. Wenn man jetzt anschaut, wir haben, jede Bank hat einen Bauchladen an Produkten, kann sich kein Mensch mehr auskennen, wenn man sich dann dafür nicht interessiert. Und darum ist es enorm wichtig, dass wir Freiräume schaffen, dass Kunden in einer ruhigen Atmosphäre, in einem Klassenumfeld mit ihrem oder seinem Betreuer dementsprechend der Beratungszeit verbringen können. Also auch viele positive Effekte, die die Digitalisierung mit sich gebracht hat und mit sich bringt. Aber was sind vielleicht auch die größten Herausforderungen dadurch? Natürlich gibt es auch Herausforderungen, weil eine komplette Veränderung der Vertriebsstruktur bringt mit sich, dass Kunden Probleme teilweise haben mit der digitalen Entwicklung, genauso wie es Mitarbeiter gibt, die nicht so technikaffin sind. Das heißt, auf der digitalen Reise beide Gruppen nicht zu verlieren, beide mitzunehmen. Einerseits heißt das Ausbildung für die Mitarbeiter, wirklich online fit zu sein, wirklich digital fit zu sein und auf der anderen Seite die Kunden so weit zu unterstützen, dass sie den Vorteil erkennen und soweit sie es möchten, mitgehen können. Für jene, die das nicht möchten, haben wir nach wie vor unser Serviceangebot in den Filialen. Und wenn jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aufgenommen werden in der Steiermärkischen Sparkasse, worauf achten Sie da ganz besonders, was ist Ihnen wichtig, dass der künftige Mitarbeiter mitbringt? Ganz wichtig, wenn ich die Bewerbungsunterlagen mal durchlese, dann interessiert mich das Zeugnis als drittes oder viertes. Mhm. Das heißt, ich lese mir die Initiativbewerbung durch, bin ein bisschen ein Verfechter von Rechtschreibung, ja, also wenn da 5 Rechtschreibfehler drin sind, dann ist das schon mal nicht so positiv. Verstehe gut. Aber grundsätzlich geht es darum, spricht mich das an oder nicht. Ist die Person freundlich am Foto oder nicht? Wenn kein Foto dabei ist, ist schon schwierig. Das heißt, es gibt einmal ein paar Kriterien, wie ich eine Bewerbung anschaue. Wenn jemand zum Bewerbungsgespräch dann eingeladen wird, dann passiert das eben in einem Umfeld bei uns, wo wir zu zweit, zu dritt maximal dabei sind. Also eher in einer gemütlichen Atmosphäre. Und dann muss der Bewerber oder die Bewerberin uns wirklich überzeugen oder mich überzeugen davon, dass sie den Job wirklich haben will, dass sie einen Mehrwert für das Unternehmen mitbringt, dass sie Leidenschaft ausstreut, dass sie unsere Grundsätze, die wir haben, wir sind verlässlich, wir sind glaubwürdig, wir sind leidenschaftlich in unserem Tun, dass sie das einfach mitbringt und verkörpert. Wie sehen Sie das, Frau Eberhardt? Was muss man Ihrer Meinung nach mitbringen? Auf alle Fälle eben, wie es der Regionalleiter gesagt hat, wirklich Leidenschaft, also dass man die Arbeit, die man macht, gerne tut. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich nicht gerne in die Arbeit gehe, dann wird die Arbeit mir ja nie Spaß machen, sage ich einmal. Und was auf alle Fälle natürlich, ich muss irgendwie so ein wirtschaftliches Wissen irgendwie gern haben. Also mit Zahlen muss man sich in der Arbeit dann sozusagen zufrieden geben. Gell? Und wenn man das nicht gern tut, dann ist das auch nicht das, was man will. Und vor allem einfach trotzdem auch wirklich gerne mit Kunden arbeiten. Also ich bin ja Kundenbetreuer und ich werde immer mit Kunden dann dafür dabei eben tätig sein und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das gerne tue und gerne mit Menschen rede, denen weiterhelfe, befragen, jederzeit ein offenes Ohr habe. Und fürs wirtschaftliche Denken, was Sie gerade angesprochen haben, da sitzen unsere Schülerinnen und Schüler eigentlich eh genau in der richtigen Schule, oder? Ganz genau. Also ich kann selber von mir sprechen, ich bin auch eine Hack-Absolventin, bin auch die 5-jährige Hack damals gegangen und habe dann eben durch ein Ferialpraktikum, also das ist das nächste Thema, was auch ganz groß ist, den Job in der Steiermärkischen Sparkasse bekommen. Also Praktika zahlen sich aus. Auf jeden Fall. Welche Möglichkeiten habe ich da? Wir suchen in der Region jedes Jahr Ferialpraktikantinnen und Praktikanten, die eben in der Filiale mitarbeiten. Das heißt, die sind nach kürzester Zeit, nach ein paar Tagen sind sie eigentlich in der Lage, dass am Schalter Servicetätigkeiten absolvieren. Natürlich nicht eigenständig, es steht dann ein erfahrener Kollege zur Seite. Mhm. Aber die können einmal so richtig reinschnuppern, was in einer Filiale passiert. Was nicht möglich ist natürlich für Ferialpraktikanten, dass sie eigenständig jetzt da finanzielle Verantwortung übernehmen oder Kreditentscheidungen treffen können, das wird es nicht spüren. Aber man kriegt einen sehr guten Einblick und man ist wirklich in kürzester Zeit ein Teammitglied und hilft wirklich der Filiale aus. Und darum haben wir so eine Freude mit Ferialpraktikanten, denen es bei uns gefällt,
weil wir ein sehr großes Potenzial da sehen und immer wieder Feralpraktikanten deshalb auch bei uns dann zum Arbeiten beginnen. Gut zu wissen. Und wie schaut denn jetzt so ein Arbeitsalltag aus als Bankangestellter, Bankangestellte, auch von den Uhrzeiten her, Pause? Wie ist der Tagesablauf? Also Beginn bei mir ist 7:30 in der Früh, komme ich mal in die Arbeit, schalte meinen Laptop ein, schaue bei meinem Telefon, check einfach die Mails, sind irgendeine Anrufe noch nach der Arbeit gestern getätigt worden, die ich dann gleich zurückrufen kann. Eben beim Computer schaue ich dann natürlich auch, ob es irgendeine News gibt, weil gerade in die ganzen Geldsachen gibt es ja immer wieder Neuerungen, die man ja nicht vergessen sollte und ja immer nachschauen sollte. Dann ist natürlich auch, dass ich überhaupt dann die Filiale aufsperren kann, muss man mal die Kasse herrichten, das Geld herrichten, dass dann wirklich, wenn um 8.30 Uhr die Bank aufsperrt, die Filiale aufsperrt, dann alles wirklich hergerichtet ist. Mhm. Es gibt natürlich, weil ja Papierform viel noch weiterhin wichtig ist, ist die Post zum Herrichten, den Kollegen das weiterzugeben oder auch selber, wenn irgendein Brief von mir an mich gekommen ist, dass ich das gleich bearbeite. Und dann eben startet um 8.30 Uhr unsere Filialstruktur sozusagen. Das heißt, bei uns ist es so, entweder man hat einen Tag, wo man wirklich den ganzen Tag dann am Schalter steht, oder ich bin in der Beratung. Das heißt, ich mache meine Kundentermine auf, habe dann Kundengespräche und werde denen dementsprechend behilflich sein. Oder dann am Schalter bin ich dann so zuständig. Und das ist einerseits als Praktikantin die Aufgabe, die man vor allem hat, oder auch als neue Mitarbeiterin, Mitarbeiter, dass man draußen steht, die Kunden begrüßt, sie dann am Schalter oder auch in der Kasse ein Geld auszahlt, ein Geld einzahlen lässt auf Sparbuch oder auch eben mit Digitalisierung, dass sie dann aber auch bei den Automaten, weil die Selbstbedienung wird auch immer mehr natürlich und da brauchen aber auch viele immer wieder mehr Unterstützung, dass ich eben für Fragen offen bin und denen einfach für eine Situation dann gerade dementsprechend weiterhelfen kann. Dann haben wir natürlich auch eine Stunde Mittagspause, habe ich, also plus minus immer, wie man sich das vereinbart. Und dann nochmal am Nachmittag bis 16 Uhr haben wir offen unsere Filiale und um 16.30 Uhr ist dann Dienstschluss. Das heißt, eben nach der Filiale, wenn dann alles zugesperrt ist, schaue ich dann noch einmal natürlich meine Mails, eventuelle Telefonate, die ich dann nochmal führe mit Kunden und einfach wie die Kasse fertig machen. Das heißt, das ist ja gerade, weil man mit Geld zu tun hat, ist es wichtig, exakt zu arbeiten. Das heißt, die Kasse wird kontrolliert, passt alles. Und dann darf man um 16.30 Uhr Feierabend machen. Also langweilig wird es nie. Ganz genau. Nein. Ich möchte in der Zwischenzeit nur ganz kurz die Schülerinnen und Schüler erinnern. Bitte jederzeit Fragen stellen. Ich glaube, euch hat auch interessiert, wie die Steiermärkische Sparkasse mit der Corona-Krise umgegangen ist. Wie hat denn das vergangene Jahr ausgeschaut? Ja, wir haben natürlich wie alle Strukturbetriebe, die zur notwendigen Infrastruktur gehören, schon darunter gelitten. Aber wir haben unsere Filialen immer offen gehabt. Das heißt, wir haben keine einzige Filiale, Gott sei Dank, zusperren müssen, auch nicht vorübergehend. Wir sind sehr, sehr gut durch die Corona-Situation bis jetzt da gekommen. Also unsere Kolleginnen und Kollegen in der Region waren de facto nicht betroffen. Also wir haben insgesamt 10 Fälle gehabt, die erkrankt sind. Allerdings, überschaubar. Gott sei Dank kein einziger schwerer Fall. Ja, also sind alle wieder gekommen. Wir haben in dieser Zeit, ich habe es einmal nachgerechnet, rund 40.000 vereinbarte Kundentermine absolviert in der Obersteiermark. Und wenn man das jetzt sich überlegt, dass man bei 40.000 Terminen 10 infizierte Kollegen gehabt haben, wobei 8 davon von sich aus gesagt haben, sie wissen, dass sie im Freundeskreis daheim angesteckt haben. Also und 2 wissen es nicht. Ja. Also ist das ein echt überschaubares Risiko, das wir eingegangen sind. Und wir haben natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Ja. Anders würde das Ergebnis nicht zustande kommen. Also wir haben natürlich in den Filialen die Quadratmeter berechnet, haben mit Tafel draußen stehen, wie viel Kunden reinkommen dürfen. Wir haben den 2 Meter Sicherheitsabstand, wir arbeiten mit Maske im Termin. Wir lüften nach jedem Termin. Wir haben überall die Desinfektionsmittel stehen. Also wir haben natürlich alles eingehalten, was einzuhalten war. Und das hat dazu geführt, dass wir sehr gut durch die Krise gekommen sind bis jetzt. Das ist gut zu hören, dass ihr gut durch die Krise gekommen seid. Was sind denn jetzt die Auswirkungen der Corona-Krise im Bankwesen, Finanzwesen, Zinsen und so weiter? Was kann man da schon sagen? Naja, man kann sagen, dass zurzeit es noch nicht ganz absehbar ist, was passieren wird, weil die
die Problematik ist ja, dass es viele Firmen in Anspruch genommen haben, die in Anspruch nehmen mussten, die Stundungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen. Sei es Finanzamt, sei es Krankenkasse, sei es Bank, ja, wo wir die Kreditraten gestundet haben. Das läuft ja alles noch. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt noch keine brauchbaren Zahlen. Wir haben natürlich in der Sorgfaltspflicht also eines ordentlichen Kaufmannes, wie es so schön heißt im Bankgeschäft, natürlich Vorsorge getroffen und haben sehr hohe Risikovorsorgen gebildet im heurigen Jahr oder für das heurige Jahr, weil wir schon damit rechnen, dass der eine oder andere in Konkurs gehen wird, das muss man sagen. Mhm. Also im Firmenkundengeschäft ist natürlich herausfordernd. Mhm. Wir haben auch sehr viele Kunden geholfen mit Überbrückungsfinanzierung, Liquiditätshilfen. Also wir haben im vergangenen Jahr haben wir rund 15 Millionen Euro in der Obersteiermark an Liquiditätshilfen gegeben. Das muss natürlich irgendwann zurückgezahlt werden. Ja? Also dadurch verschiebt sich jetzt irgendwie das Problem. Unsere Privatkunden haben natürlich auch darunter gelitten, weil sehr viele in Kurzarbeit waren, sehr viele nicht mehr das Einkommen gehabt haben, das vor der Krise gewohnt waren. Kuriosum in dieser Situation ist allerdings, dass sich die Sparquote extrem verändert hat. Okay. Also die Kunden sparen viel mehr in Zeiten, die unsicher und schwierig sind. Mhm. Und wir haben eine Sparquote, berechnen wir von der Höhe des Einkommens. Das Einkommen, was jemand hat, davon ist die Sparquote normal immer so 7-8%. Mhm. Davon wird gespart. Im vergangenen Jahr waren es 15%. Okay. Das heißt, wir haben enormen Zuwachs im Spareinlagenbereich. Und das will zurzeit gar keine Bank, ja, weil es uns, wenn es uns gelingt, das alles in Krediten rauszugeben, dann wäre es natürlich schön, aber derzeit haben wir ein bisschen ein Ungleichgewicht. Das heißt, die Menschen sollen auch ihr Geld unbedingt ausgeben. Unbedingt investieren. Kredite nehmen. Ja, genau. Die Zeit ist fast abgelaufen, es sind noch keine Fragen mehr gekommen in der Zwischenzeit, aber eines ist mir zum Schluss noch eingefallen, Frau Eberhardt, wenn ich als Bankkauffrau, Bankkaufmann beginne, welche Aufstiegschancen habe oder Aufstiegsmöglichkeiten habe ich in der Steiermärkischen Sparkasse? Das ist dann wirklich komplett offen. Ich habe eben in den 2 Jahre, wo ich die Ausbildung habe, werde ich einmal als anständige Kundenbetreuerin ausgebildet und da schmücke ich dann auch schon wirklich in die Bereiche hinein, wo ich mich dann auch weiterentwickeln kann, wenn ich möchte. Man kann, wenn man will, auch in eine Spezialisierung hineingehen. Das heißt, dass ich mir der Wohnbaubereich interessiert, dass ich Wohnbaufinanzierung machen möchte oder auch Kundenbetreuung. Oder man kann aber, weil die Steiermärkische Sparkasse, der Sitz ist ja in Graz, das heißt, dort ist auch unser Betrieb und da haben wir natürlich auch jede mögliche Abteilung, in der man auch dort tätig sein kann, mhm, und sich weiterentwickeln kann. Also das liegt dann so offen, wie man möchte und man kann Aufstieg. Also ganz viele Möglichkeiten. Ganz genau. Ganz zum Schluss, eine Sache habe ich vergessen, Gehalt. Ja, auch den gibt es. Ja, ja. Gut zu wissen. Ja, unsere Gehaltsstruktur sieht so aus, dass wir 14 Gehälter haben, das ist eher normal. Wir haben aber darüber hinaus noch eine erfolgsabhängige Komponente, das heißt, es gibt eine Prämie, wenn jemand seine persönlichen Ziele erreicht und darüber hinaus gibt es noch ein Bilanzgeld, also einen anteiligen Erfolg am Bilanzgewinn des Unternehmens. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es wesentlich mehr ist es wie diese 14 Gehälter. Nur jetzt auf die 14 Gehälter berechnet, liegen wir ungefähr bei, für einen Hack-Absolventen werden wir ungefähr bei 1650 Euro netto liegen. Zu Beginn, das sind so ungefähr 33.000 Euro brutto im Jahr. Klingt ja schon ganz gut. Möchtet ihr noch ein paar Worte an die Hack-Schülerinnen und Schüler richten? Denn wir sind am Ende angekommen. Ja, sehr gerne. Ich appelliere an alle, die auf der anderen Seite der Linse sitzen, sich bei uns zu bewerben. Bitte scheut euch nicht, schaut auf unsere Homepage, es werden immer wieder Stellen ausgeschrieben, wenn eure Ausbildung dann vorbei ist, noch habt ihr ein paar Jahre in der Schule zu verbringen. Meldet euch für Realpraktikum an, ihr werdet sehen, es macht euch Spaß. Und wie wir gesehen haben, im Fall von Frau Eberhardt kann es sich wirklich auszahlen, ein Ferialpraktikum zu machen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Mit-Dabei-Sein, fürs Interesse und eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles, alles Gute weiterhin. Ein Projekt von Kraft, das Murtal in Kooperation mit Die Industrie. Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetz finanziert.